Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, eine weitere Info haben wir auch noch. Ja, bis gleich. Jo, jetzt kommen wir gleich zur neuen Info. Müssen wir mal schauen, wo haben wir es denn hier? Genau, das müsste das da sein. Richtig. Da. Die neue Rifle. Also es soll eine neue Rifle ins Match kommen. Oder ins Match, ins Spiel. Das ist diese da. Haben wir hier im... Mal eigentlich auch hier gucken, ne? Steht ja da. Steht in den News drin. Genau, die Infantry Rifle. Classic Design meets New Combat Style. Weitere Infos gibt es dazu aktuell noch nicht so wirklich. Wahrscheinlich ist es, dass die Hunting Rifle dafür rausfliegen wird, aber das ist alles nicht bestätigt, das wissen wir soweit noch nicht. Also, das Ding kommt jetzt demnächst ins Spiel. So, dann sind wir auch schon hier soweit durch. Dann gucken wir doch einfach mal, was ist denn aktuell im Shop? So. Gut. Gehen wir in den alten Shop rein. Da haben wir nach wie vor den Spark Plug oder die Spark Plug. Ja. Gucken wir doch einfach mal, wie denn da. Also, ich habe ja gestern einmal ja unsere Bewertung abgegeben. Gucken wir doch einfach mal, wie da die aktuellen Bewertungen sind. Hier haben wir tatsächlich 4,23 von 5 bei 13 Votes. Dann haben wir den Kit Bash. Haben wir gestern auch. Der Toasterschädel von mir aus, wie wir den nennen könnten. Und der Kitbash schneidet nicht ganz so gut ab mit 3,5 von 5 bei 12 Votes. Also der erste Vote mit 5 von 5, der ist inzwischen erledigt. Also da gab es dann wohl einige, die den richtig kacke fanden und dementsprechend ist dann auch die Benotung runtergedroppt. So, dann sind wir hier auch schon soweit durch. Dann gucken wir mal hier rein. Der Beef Boss ist zurück. Mit seiner Olive oben auf dem Kopf. Ich finde den schrecklich. Ich finde den wirklich ganz schrecklich. Ich finde den sowas von pottenhässlich, den Beef Boss. Und von mir kriegt er, also okay, von der Kreativität her muss ich ihm ein paar Punkte geben, aber ich finde ihn trotzdem ganz grausam. Und deswegen kriegt der Beef Boss von mir nur 4 von 10. Und dann schauen wir doch mal hier rein. Wie sieht's denn beim Beef Boss aus? Ich weiß, er ist sehr beliebt. 4,23 von 5 bei 79 Votes. 221 Reminders. Neue Patty Wacker hier. Sorry, auch hier nur 3 von 10 für den Patty Wacker. Und kann es nicht glauben, aber gut. Hier haben wir 4,2 von 5 bei 10 Votes, 27 Reminders. So, aber die Flying Saucer finde ich relativ interessant, sage ich mal. Sieht aber trotzdem scheiße von hinten aus. Ich mir vorstellen, ich gucke hier hinten drauf. Naja, hier auf den Tablets da sind Gurken mit Mayo oder Senf. Hier Pommes, da unten Pfeffer- und Salzstreuer, Ketchup- und Mayo-Flasche, ja, und dann Pommes da unten noch drin. Ja, Kreativitätsbonus 5 von 10 für den Flying Saucer. Und hier haben wir aktuell 3,81 von 5 bei 16 Votes. So, beim Marky Master. Und der Marky Master, ja, sieht ja nicht so schlecht aus, aber ich kann mir da eigentlich sogar nennen. Hinten dran hier so ein Sushi-Ding da. Das sieht ein bisschen aus wie Marshmallows und eine Zuckerstange da oben drin. Also ehrlich, ich weiß ja, ob ich davon
Also Maki Master kriegt von mir 6 von 10. Hier haben wir jetzt 4,58 von 5 bei 19 Votes. 75 Reminders gesetzt. So, jetzt haben wir hier einen neuen Emote. Jetzt bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich kenne den noch nicht. Und wir schauen uns das Ding jetzt einfach mal an. Den schauen wir uns jetzt einfach mal mit verschiedenen Skins an. Hier mal mit dem schwarzen Ritter. Ich kann mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Ja, wird schon die Haxen dabei brechen, ne, bei dem Ding. Ehrlich. Mal, was haben wir denn da noch? Wir haben hier noch den Frozen Liebesranger. Was ziehen wir damit an? Frozen Liebesranger, da sieht es eigentlich ganz anständig aus, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn bei den anderen aus? Hier mit dem. Hör mal hier mit dem im Eiskönig.
Was mache ich denn jetzt? Ach, Sarah, mal, was ist gerade los? Jetzt bin ich gerade. Mit dem Wolf, genau. Mit dem Wölfchen. Thank you.
Favorite von mir dann. Echt mega, könnte so ein richtiger geiler alter John Travolta Film oder sowas sein, ey. DJ Yonda. Da bin ich mal gespannt. Schon geil, wie die Beine auch wegknicken. Thank you.
schön. Ja, was gebe ich dem Slick? Der Slick bekommt von mir 8 von 10. Also am besten gefällt mir der Slick aktuell, sage ich mal. Wo fand ich ihn gut? Ich fand ihn gut hier bei der Zoe. Ich fand ihn gut beim Sergeant Winter. Ich fand ihn super bei Onesi. Mir hat er auch sehr gut gefallen bei Dusk. Auch bei ihm, beim Warpaint, war es ganz, ganz cool, muss ich sagen. Mega fand ich es hier beim Drift. Auch mal beim Wolf hat es, beim Dire hat es ganz gut ausgesehen. Bei Calamity, bei Knock Ops. Hier sehr gut hat es mir auch gefallen, im Sparkle Specialist. Und das war es dann eigentlich auch. Also okay, hier oben noch beim Frozen Love Ranger fand ich, hat es ganz gut gepasst. Aber allen anderen, sage ich mal, war das jetzt nicht so... Ja gut, hier könnten wir noch sagen, beim Lynx, also bei unserem Pokémon. Aber allen anderen fand ich es jetzt nicht so super prickelnd. Ganz witzig fand ich, dass hier die Beine noch eingeknickt sind beim Giddyup. Aber, ja, also deswegen 8 von 10 von meiner Seite. Und jetzt gucken wir doch mal ganz kurz, wie sind denn die aktuellen Bewertungen für... Wo ist er denn? Da. So. 5 von 5 bei 4 Votes. 62 Reminders. So, das ist schon mal eine Hausnummer. Jo! Dann gehen wir weiter in den Item Shop und schauen mal, hier ist der Ranger und den finde ich nach wie vor langweilig, boring. Ich weiß, es ist wieder so ein Schwitzer-Skin und einige sagen wieder, ich finde den nicht toll und trotzdem hat er hier 3,89 von 5 bei 18 Votes, 79, wie meint das? So, dann haben wir hier die Batsicle. Und also nur mal so zum Vergleich, ne? Der Ranger hat 79 Reminders und der ist bereits seit dem 31. Oktober 2017 drin und schon 6-mal da gewesen. Und der Slick, dieser neue Emote, der ist jetzt gerade mal für ein paar Stunden drin, 2,5 Stunden insgesamt. Und hat jetzt schon 62 Reminders. Also nur mal so als Vergleich, ne?
So, haben wir hier die Bätzicke. Und die Bätzicke finde ich nach wie vor nicht so wirklich prickelnd. Kriegt von mir 5 von 10 und hat hier 3,1855 bei 34 Volt. Und zum anderen, wie sich das Ding anhört. So, dann haben wir Something Stinks. Typischer Männerskin. Ja. Komm, zieh mal am Finger, zieh mal am Finger, komm, zieh mal am Finger, zieh mal am Finger. kriegt von mir 6 von 10. Something stinks. Oh mein Gott, ist die Benotung schlecht dafür. So, 1,67 von. Ich glaube, das ist die schlechteste Note, die ich überhaupt jemals gesehen habe. 1,67 von 5. Alter Vater, 9 Votes, 13 Reminders. Wie witzig. So, und dann haben wir den Hot Rod. Und ja, der Hot Rod. Soll ich dazu sagen? Nicht. Standardgleiter. Sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus, aber kriegt von mir 4 von 10 der Hot Rod. Und ja, sieht man auch hier. 2,67 von 5 bei 3 Votes. 10 Reminders. Also kommt auch bei euch nicht so wirklich gut an. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.